Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Delicious, Emily's True Love. So, wir sind wieder zurück bei Emily's Place. Ich meine, da sind wir jetzt schon seit 4 Tagen wieder zurück und wir machen weiter mit Tag 5 und schöne Erinnerungen. Tag 5, schöne Erinnerungen. So, lass mich mal deinen Arm sehen. Och, das ist nicht so schlimm. Was ist denn das da hinter deinem Ohr? Schau mal, eine Blume. Ich habe gehört, du wolltest nach New York umziehen. Das stimmt doch nicht, oder? Also ich finde, es ist einfach Zeit, weiterzuziehen. Und wie war es in Europa? Was? Ach, das, toll. Ja, einfach toll. Na, das ist ja schön. Sehr schön. Also, ich muss los. Viel zu tun. Tschüss, Emily. Ja, ich auch. Tschüss dann. Kommt mir das nur so vor oder fühlte sich das gerade peinlich an? Machst du Witze? Ich habe dich unser ganzes Leben lang rumflirten gesehen und es ist mir immer noch peinlich. Flirten? Ich habe nicht geflirtet. Wer flirtet denn hier? Das ist so, als ob man dauernd sieht, wie ein und dasselbe Auto einen Unfall baut. Ich sollte mal mit meinem Therapeuten darüber reden. Oh gütiger Himmel, schau dir das an, François. Er benutzt Murmeln statt Wasser. Siehst du, wie sie das Licht reflektieren? Ist mir noch nie so aufgefallen. Kein Wunder, er hat es gerade erst aufgestellt. Ich hole einen Besen. Oh Mensch, François. Ich bin froh zu sehen, dass sich einige Dinge nie ändern. Soll ich die Murmeln einsammeln? Natürlich sammle ich die Murmeln ein, die jetzt hier überall liegen. Ich habe ja auch sonst nichts zu tun, ne? So, wenigstens geht das so ganz leicht. Wir müssen nur genau schauen, wo die Murmeln alle sind. Aber wir werden sie schon finden. Eine fehlt noch. Ah, und die liegt hier. Sehr schön. So, dann können wir jetzt hier auch weiter starten und machen und tun. Na komm, entscheid dich. Der hat einen großen Hunger, wenn er ein ganzes Baguette haben möchte und dann noch ein Viertel, ey. So, okay, die wollen ein Stück Kuchen, 2 Stück Baguette, einen Kaffee und ein Ei und das. Und dann muss ich noch eine Lasagne machen. Ich muss erstmal wieder reinkommen vor allem. So. Und das dahin bringen. Ich hoffe, das hat denen jetzt nicht zu lange gedauert. Was wollen die haben? Eine Banane. 3 Bananen. Okay, gut. Kriege ich hin. So, das und das. Und so, dann brauchen wir das mit dem und einen Donut. Ich muss echt erstmal wieder reinkommen. Ich darf eigentlich keine Aufnahmepausen machen dazwischen. Ich muss das alles in einem Stück durch aufnehmen. Sonst bin ich immer sofort wieder raus. Oh shit, jetzt habe ich es falsch gemacht. Mach was anderes. So. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ja, ich weiß, du bist gerade garstig. So, Moment, das da muss erstmal weg. Ich brauche nur eins und dann noch einen Kaffee. Ja, ich bin schon wieder raus, ey. Es ist schon wieder furchtbar hier. So, Kaffee holen. Ich komme und 2 davon. So, jetzt muss hier mal noch abgewischt werden überall. Okay, immerhin, ich glaube, ich konnte es gerade noch retten. Hoffe ich. Ich weiß auch nicht, ich habe immer so das Problem mit der Lasagne anscheinend. Die ist einfach, ich muss da so unglaublich überlegen, wie viel ich da immer drauf packe und so. Es ist schon schwierig und irgendwann kommt da anscheinend noch eine Zutat dazu. Das wird noch schlimmer dann. So, bitteschön.
Ach Gott, noch mehr Lasagne. Aber diesmal ist es die große. So, und das brauchen wir, das brauchen wir. Dann holen wir die Lasagne ab. Und dann haben wir das. Du möchtest das und das haben. Ich habe die Maus irgendwo gehört. Da. Zweimal das. Perfekt. Naja, jetzt läuft es ja wieder so einigermaßen. Es ist schon verdammt stressig hier in dem Laden. Ich weiß auch nicht warum. So, das ist wieder eine kleine Lasagne. Dann wollen sie allerdings ein ganzes Baguette haben. Also sind es doch Fresssäcke. Zumindest einer davon. So. Zweimal Kirschpfannkuchen. Bitteschön. Okay. Einmal Kirsch, einmal Schoko. Jetzt läuft es auch gerade wieder ein bisschen, weil nicht so viele Leute kommen. Das ist gut. Achso, euch kann ich ja beide abkassieren. Heieieiei, was ein Stress hier immer. Ich glaube, ich kann froh sein, wenn wir das Ziel erreichen. Echt. Mehr kriege ich nicht hin hier. So. Dann so und so. Das schaffen wir auch. Kann ich den noch ein bisschen warten lassen? Wahrscheinlich nicht. Ach nee, so lange kann ich den bestimmt nicht warten lassen. Na, dann kassiere ich ihn schon mal ab. Sonst wird er gleich knatschig. Das wollen wir ja nicht. So, da kann schon mal geputzt werden. Oh, das Ziel haben wir schon erreicht. Na, immerhin etwas. So, wir brauchen zwei, wir brauchen eins, wir brauchen ein Schokodings und einen Donut. Das kommt alles da oben hin. Da kann schon mal gewischt werden. Dann brauche ich einen Tee und ein so eine Ecke. Bitteschön. Da kann auch schon mal gewischt werden. Komm, Oma, entscheid dich bitte endlich. Na, geht doch. So, ich brauche das und das. Und dann können wir da abkassieren. So, den kassiere ich auch schon ab. Expertenziel erreicht. Jawoll. Haben wir es also doch noch geschafft, obwohl ich so schlecht war hier. So, die will drei Bananen haben. Und ein Frühstücksei. Und dann haben wir das auch geschafft. Meine Güte, das war aber schon wieder knapp. Ich treffe mich mit Andrea und Mathilda im Highbro auf einen Drink. Magst du mitkommen? Ich bin nicht sicher, ob ich schon bereit bin für das Highbro, aber trotzdem danke. Juhu, wir haben den Tag geschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Haben wir eigentlich noch irgendetwas im Laden? Oh ja. Wir könnten noch die Stühle verbessern. Und das hier können wir auch noch verbessern. Und dann können wir das hier noch machen. Alles klar. Aber ich glaube, so viel kriegen wir gar nicht mehr zusammen. Gut, Tag 6. Schöne Erinnerungen. Was für ein braves Mädel. Ja, das bist du. Oh ja, bestimmt. Bist du Mamis kleines Wuff-Wuff? Wo ist meine kleine Knurrprinzessin? Na, wo ist meine kleine Knurrprinzessin? Sie ist noch nicht über den Berg, aber auf dem besten Weg dahin. Ich bringe sie einfach rauf. Der Hund ist so niedlich. Hündchen! Kleff! Du bist so flauschig. Darf ich ihr heute ein paar Tricks beibringen? Bitte. Okay, aber lass sie nicht zu weit rumlaufen. Okay. Oh Gott. Juhu. Also da werden die Gäste bestimmt glücklich sein, wenn da der Hund solche Sachen macht. Neues Produkt, größerer Tisch. Ach du meine Güte. Jetzt wird's noch stressiger. Da können wir uns ja drüber freuen. Hahaha. Und es kommen auch direkt schon so viele, die irgendwas wollen. Deswegen muss ich hier schnell sein. Aber sie braucht auch immer so lange, bis sie den Kuchen dann mal in die Hand nimmt, ne? Naja. So, und ein Frühstücksei. Das kommt alles dahin. Hey, mittlerweile stehen hier so viele Tische und Stühle.
dass man kaum noch hier durchlaufen kann. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das so. Und dann können wir abkassieren. Der kann ja mal hier ein bisschen Spaß machen. So, das und das und das. Perfekt. Ach nee, jetzt habe ich schon gedrückt. Egal. Ich habe mir gerade so gedacht, ach, der braucht bestimmt noch ein bisschen. Und dann hat er sich doch schon entschieden. Naja, ist ja nicht schlimm. So, du möchtest ein Stück Kuchen, kriegst du sofort, bitteschön. Also jetzt läuft es bestimmt besser. Da gehe ich ganz stark von aus. So, die kriegt hier schon mal ihren Donut. Er wird dann schon mal bezahlen können. Oder abkassiert. Ich glaube, das passt besser. Er wird abkassiert. So, hier wird auch schon mal sauber gemacht. Und du möchtest 3 Äpfel haben und einen Tee. Sehr schön. So, dich kann ich auch schon abkassieren. Da wird sauber gemacht. Ach, das mit den Äpfeln, das dauert natürlich ein bisschen länger immer. Oh, das war knapp, das war knapp. So, jetzt brauche ich hier einmal Lasagne in groß. Dann ein Stück Kuchen, 2 davon, ein Schokodings, das nehmen. So, dann brauche ich das und das und das. Sehr schön, und dann kann ich den abkassieren. So, nochmal eine Lasagne in groß. Und ein Schokodings. Dann brauche ich nochmal eine Lasagne in klein und 2. Das bringe ich eben dahin. Dann hole ich das ab. Dann gebe ich das dahin. Und kann abkassieren. Super, super, super. So, du möchtest eine kleine Lasagne haben. Sehr schön. Alle kriegen... Nein, nein, nein. Jetzt habe ich einmal falsch geklickt. Verdammt. Verdammt. Das war natürlich nicht so gut. So, okay. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und 2 davon. 3 davon. Und ein ganzes Baguette. Und dann können wir abkassieren. Da kann noch sauber gemacht werden. Jetzt kommen sie anscheinend wieder alle, obwohl es geht gerade noch. So, 3 Äpfel. Das dauert irgendwie immer am längsten mit den Äpfeln, ne? Bitteschön. Ich frage mich, warum die eine Frau gerade schon so wenig, nur noch so wenig Trinkgeld gegeben hat. Ich meine, ist das wirklich so, dass das einfach viel zu lange dauert mit den Äpfeln oder was ist hier los? Ich weiß es nicht. So, bitteschön und auf Wiedersehen. Okay, die beiden überlegen hier noch. Die sind jetzt auch fertig. Das ist schön. Sie möchte eine Lasagne haben. Er möchte das haben. Na, gib's doch ab. Gib es doch ab. So, sie möchte jetzt hier 3 Äpfel haben und einen Tee. Dann bringen wir ihr das mal, aber dafür brauche ich natürlich ein bisschen länger. So, dann noch mit Kirschen. Und dann haben wir hier mal wieder eine Dreier-Kombo. Das ist doch schön. So, jetzt geht's los. Groß, so, so, so und Tee. Ich sehe nichts mehr. So, klein. Okay, dann brauche ich das und das und das und das. Und dann geben wir das beides ab und können zu dritt wieder abkassieren. Jawohl! Und wir kriegen auch das Expertenziel wieder hin. Yay! Und das, obwohl ich hier wirklich überhaupt nicht schnell bin. Also das muss ich ja mal ganz ehrlich gestehen. Ich bin ja so schlecht hier irgendwie in diesem Restaurant. Einfach, weil es echt ein bisschen viel ist, ne? Tut mir leid, aber wir haben für heute geschlossen. Vergeben Sie mir, junge Dame. Wissen Sie, der Laden hat mir mal gehört, damals, als er noch eine bessere Grabbelkiste war. Grabbelkiste? Du meine Güte, Sie müssen Mr. Farrell sein.
Ich liebe Pharrells Warenhaus. Meine Eltern haben mich als Kind immer dahin mitgenommen. Mir gefällt, was sie aus dem Laden gemacht haben. Fühle ich mich gleich wie zu Hause. Will er jetzt hier einziehen oder was? Damals als Student habe ich hier gejobbt, da am Getränketresen. Es gab da ein Mädchen, sie saß jeden Tag nach der Schule da an der Theke. Lassen Sie mich raten, Sie haben sie geheiratet und leben seit Jahrzehnten glücklich zusammen. Das wäre schön, aber in dem Alter hatte ich nur Augen für Marilyn Monroe oder Marlene Dietrich. Eines Tages war ich dann Manager des Ladens und das Mädchen kam einfach nicht mehr her. Danke für die schönen Erinnerungen. Ich lasse sie dann mal in Ruhe. Ach Gott, wie niedlich. So, wir machen weiter, beziehungsweise wir gucken jetzt erst nochmal im Laden. Wir haben 400. Ich glaube, dafür werde ich jetzt auf jeden Fall mal die Stühle verbessern. Also die Tische und die Stühle, dann haben wir das nämlich. Dann mache ich vielleicht noch das hier und wenn wir es schaffen, dann zum Schluss noch das da. Aber da weiß ich nicht, ob wir das dann schaffen. Müssen wir sehen. Werden wir sehen. Mal gucken. So. Tag 7. Ist Emily zum gleichen Schicksal verdammt wie Mr. Farrell, wie auch immer. So, Start. Tag 7. Eine letzte Träne. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass es hier so schmutzig geworden ist. Zeit zum Aufräumen. Hä? Okay. Ein kleines Nebending. Wir müssen hier ein bisschen aufräumen. Sehr schön. Finde ich lustig. Na, es wird schon gleich viel ordentlicher hier. Endlich ist mal aufgeräumt. Perfekt. So, das sieht doch gleich viel besser aus. Oh, Patricks Rose, immer noch frisch. Es gibt nichts Schöneres als die Blume, die gleich vor deiner Nase blüht. Juhu, Emily, Zeit zum Aufstehen, Liebes. Meine Güte, Mama, du hast doch einen Schlüssel. Hallo Patrick, ich hätte nicht gedacht, dass ich dich so schnell wiedersehe. Du solltest wenigstens noch eine vernünftige Dekoration haben, bevor ich weg bin. Wiedersehen, Emily. Patrick, deine Blumen, die sind immer so frisch und lebendig, ist mir gerade erst aufgefallen. Oft sind es genau die direkt vor unserer Nase, die man nicht bemerkt. Ist mir aufgefallen. Wiedersehen, Emily. Oh je, ich hoffe, er geht jetzt nicht schon. Da müssten wir ja noch nach New York reisen. Hey, vielleicht machen wir das ja. Vielleicht geht ja Patrick wirklich heute schon oder am Ende des Dingens und wir müssen dann nach New York reisen. Dann wäre unsere letzte Schicht in New York. Das wäre ja mal was. So, eine kleine Lasagne kommt sofort. 2 Donuts, so, und 3 Birnen und dann die Lasagne holen und alles wegbringen. Und abkassieren. Moment, ich muss erst die große Lasagne machen. Dann brauche ich noch einen Donut, dann brauche ich noch dies, dann brauche ich das. So, und dann gebe ich das da hinten hin. Und du kannst auch noch da hinten spielen. So, oh, jetzt wollen wir mal einen gemischten Korb haben, also. Auch kein Problem, kriege ich hin. Oh, schon wieder eine große Lasagne. So, dann 2-mal Schoko. So. Bitteschön, 2 Frühstückseier. Bitteschön, dann warte ich da auf den Typen, der da jetzt kommt. Okay. So, ich hab's ja noch gar nicht. Ich wollte ihm das schon mal geben, ja. Einfach so schon mal. 1, 2, 3. Perfekt. Hey, es läuft. So, 3 Äpfel und dann noch das. Da kann auch sauber gemacht werden. Sehr schön.
So, hier brauchen wir das und natürlich noch die große Lasagne. Ja, bei der Lasagne müssen wir immer ein bisschen warten. Aber das geht schon. So, die Maus habe ich auch wieder. Jetzt brauchen wir eine kleine Lasagne und dann zweimal das. Sehr schön. Bitteschön. So, ein Kaffee. Ein Kaffee kommt sofort. Eine große Lasagne. Und ein Stück Kuchen. So, Moment. Geh da mal eben hin. So, okay. Wo bin ich? Du sollst es da abgeben. So. Okay, dreimal das und einen Obstkorb gemischt. Dann brauche ich noch einen Tee und das. Und dann haben wir es. So, dann brauche ich zweimal das und ein Schoko-Pfannkuchen-Gedöns. Bitteschön. So, er möchte eine große Lasagne haben. Und ein Stück Kuchen dazu. So, Oma überlegt noch die ganze Zeit, deswegen kommen die anderen beiden jetzt mal weg. Ich glaube, sonst wären die knatschig geworden. Das wäre nicht so schön gewesen. So, die möchten das haben. So, 1, 2, 3 und dann hier das Ei noch mit dabei und dann können wir die alle abkassieren. Mensch, der Tag geht irgendwie schnell rum, kann das sein? Ich habe so das Gefühl, dass der Tag schneller rumgeht als die anderen. So, du kriegst das und du kriegst ein Frühstücksei mit dazu und einen grünen Tee. Perfekt, hier können wir schon wieder den Tisch sauber machen. Und dann brauchen wir noch das. Ob er sich noch schnell genug entscheidet? Wahrscheinlich nicht. Ach nee, der will einen Obstkorb. Dann kassiere ich lieber schnell ab. Ach Mist. Man muss das dann anscheinend auch wirklich so in dieser Reihenfolge machen, ja? Gut zu wissen. So. Und abkassieren. So, hier gibt es ein Frühstücksei. Und ein Donut. Und dann haben wir mal wieder eine Dreier-Kombo. Das ist schön. So, dann brauche ich das und das und das. Stress! So, eine große Lasagne. Und ein Dings. Dann brauche ich nochmal eine große Lasagne. Und ich habe das nicht gesehen, ein ganzes. So, dann brauche ich drei Bananen. Und einen Tee. Und dann können wir die auch schon mal alle abkassieren. Perfekt. Wenn das mal nicht ein guter Tag war, dann weiß ich auch nicht. Und das hier war der alte Ramschladen, wisst ihr noch? Mr. Farrell, Sie sind wieder da. Ich ziehe morgen nach Florida um und ziehe mit meinen Freunden ein letztes Mal durchs Nackfort. Die Zeit vergeht so schnell. Genieße das, was du hast. Es wird irgendwann auch weg sein. Emily, meine Liebste, hast du meine Handtasche gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingelegt habe. Nein, die habe ich nicht gesehen. Henry, Henry Farrell? Gladys! Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich bin schon seit einiger Zeit Witwe, bin nach Snackford zurückgezogen, um nahe bei meinen Enkeln zu sein. Manchmal komme ich her, um mich zu erinnern. Machst du eine Reise? Nicht mehr. Bis morgen dann, Emily. François, warte. Ich schulde dir noch was für den Drink. Schon vergessen? Außerdem habe ich dir noch gar nichts von meiner Reise erzählt. Na endlich! Ich sterbe vor Neugier, was da drüben passiert ist. Die Beherrschung, mich nicht danach zu fragen, muss dich ja fast umgebracht haben.
Du hast ja keine Vorstellung. Na komm, lass uns tratschen über den alten, wie heißt er nochmal? So. Gucken wir nochmal im Laden, wir haben aber erst 200. Okay, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle einen Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüssi.